Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Soda Dungeon 2. Und es fängt direkt mit der fetten Fee an. Großartig. Großartig. Ich weiß gar nicht, wo haben wir im letzten Stream aufgehört? Irgendwo so bei Level 20.000 rum? Vorher? 18.000? Ich weiß es nicht. Aber ja, es ist letztendlich nicht viel Spannendes passiert, außer dass ich noch so ein viertes Schild gefunden habe. Sagst du heute was zu dem Crusaders Dungeon Percent Island Earth? Kann ich machen. Also habe ich nicht geplant, aber kann ich machen. Ist mir halt relativ egal. Also, ich glaube, da müsste ich halt extra mal ein Crusaders-Video machen. Das wäre irgendwie sinnvoller. Vielleicht machen wir das zwischendrin einfach noch. Irgendwie so zwischen Soda Dungeon und Van Helsing. Das ist mal so 10 Minuten Crusaders State of the Game mache. Und dann schauen wir da mal. Ist, glaube ich, sinnvoller. Die Schilder droppen random, ja. Das auf jeden Fall. Patze, ich weiß nicht, was du geschrieben hast, aber der Timeout ist auf jeden Fall nur 5 Sekunden drin. Ich schätze, es war das Wort mit C am Anfang. Hat das Spiel im Late Game noch Content? Nein, hat es nicht. Also, wir spielen gerade legit den Late Game Content. Also es ist halt so, hey, mal gucken, wie hoch ich das Level pushen kann. Und sonst halt nichts zu tun. Ich frage mich auch, wann der Run aufhört. Irgendwie die Nurse musste schon ein paar Mal gesaved werden vom Dark Lord. Also sie ist einige Male auf jeden Fall auf einen Hitpoint runter. Ein Erklärvideo zum Calculator. Also auf YouTube ist das die Folge vor dem, was ich hier gerade aufnehme. So viel sage ich dazu. Kommt, glaube ich. Oh Gott, jetzt muss ich überlegen. Dienstag oder Mittwoch? Vielleicht auch Donnerstag. Auf jeden Fall zeitnah. Ich glaube Mittwoch. Generell auch mit Formation-Gedöns. Oh, wait. Sprichst du von Crusaders oder sprichst du von Soda Dungeon? Weil Formationsgedöns hast du hier ja nicht. Saders, ach so. Nein, also bei Saders werde ich keinen Calculator mehr erklären. Habe ich halt gar keinen Bock drauf. Und auch mit diesen ganzen Shenanigans-Formationen habe ich mich halt null auseinandergesetzt und das interessiert mich halt auch null. Also, sorry, aber da werde ich halt nichts zu machen. Immer noch dafür, dass ich ein Let's Play zu Numbers Going Up mache. Wird einfach nicht passieren. Also ich wiederhole es gerne nochmal. Ich habe das Spiel halt zu 3 verschiedenen Zeitpunkten angespielt. Habe ihm quasi 3-mal eine Chance gegeben. Und es holt mich einfach nicht ab. Also in keiner Hinsicht. Es gibt für Soda Dungeons so eine Art Calculator, der dir so grob sagt, wie du deine Relikte leveln solltest. Warte mal, irgendwo habe ich hier einen Link zum Spreadsheet. Also ich erkläre den jetzt im Livestream nicht nochmal, weil ich habe original schon ein Video dazu gemacht, wo ich den halt so 10 Minuten lang erkläre. Von daher würde ich das ungern jetzt nochmal machen. Aber ich kann gerne einmal den Link raussuchen. Sekunde. So, da ist einmal der Link. Also, wie üblich bei Spreadsheets, halt vorher eine Kopie machen und dann Sachen eintragen, aber ja. Du warst anfangs auch derselben Meinung. Mittlerweile findest du, dass NGU eins der besten Idle Games überhaupt ist. Ich finde es halt grafisch einfach nicht stimmig. Also, es geht gar nicht mal darum, dass es in Paint gezeichnet ist,
Also ein Spiel kann auch einfach crappy Grafiken haben, solange es halt in sich stimmig ist. Also solange es halt schon irgendwie ein einheitliches Design hat. Und das ist da irgendwie gar nicht der Fall, finde ich. Also ich finde es einfach schrecklich anzugucken. Und ich kann mit dem Humor leider auch überhaupt nichts anfangen. Ich finde es leider einfach massiv unlustig. So leid es mir tut, es trifft einfach meinen Humor so gar nicht. Oder sehr wenig. Von daher, ich muss aber auch einfach nicht jedes Idle Game toll finden und spielen. Also von daher. Ich finde es total okay, dass das viele Leute aus der Community halt total gut finden und da Spaß mit haben. Finde ich total in Ordnung, aber meins ist es halt einfach nicht. NGU, war das Excel-Tabellenspiel? Ja, so halb. Nee, eigentlich, ja, so ein Stück weit. Irgendwie so eine Mischung aus Paint und Excel. Ich hätte den Kaffee einfach mal ein bisschen früher machen sollen. Nicht so 3 Sekunden, bevor ich den Stream angefangen habe. Paintxl, machen wir doch einfach Paint XL draus, oder? Das klingt gleich danach, als hättest du einen richtig dicken Pinsel. So. Oh Mann. X-Paint. Nee, überzeugt mich auch noch nicht so. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Fällt uns bestimmt noch was Kreatives ein. Ist hier eigentlich irgendwas? Also die Soundsettings sind prinzipiell total okay. Ich wundere mich nur gerade, dass ich den Regler für die Hintergrundmusik eigentlich leiser gezogen habe als sonst, sie aber einen Hauch lauter ist als sonst. Das wundert mich gerade und ich habe nichts verstellt. Dachte ich. Aber okay. Ich habe zwar gestern in einem kurzen Rage-Anfall einfach meinen kompletten Browser deinstalliert und komplett neu installiert. Halt wirklich alles weggeschmissen. Sämtliche Plugins, Links, Add-ons, alles. Und das war ehrlich gesagt ganz gut. Zum Beispiel funktioniert mein Better Twitch TV wieder und Twitch hat bei mir nicht mehr das Problem, dass, wenn ich selber den Stream gucke, halt unten, also ich hatte das super lange, man hat ja an der unteren Leiste so die Regler für Lautstärke und für Fullscreen und Qualität und so, und da war bei mir einfach ein schwarzer Balken drüber und ich konnte halt nichts machen. Also ich konnte, wenn ein Stream im Mute-Modus gestartet ist, konnte ich halt nicht die Lautstärke ändern. Ich musste halt erst Doppelklick machen, damit es in den Fullscreen geht. Dann hatte ich unten die ganzen Regler. Und dann konnte ich es wieder klein machen. Und es war halt super. Ich habe keine Ahnung, woran es lag. Ich habe zwischenzeitlich schon sämtliche Plugins und Add-ons deaktiviert gehabt. Sämtliche Skriptblocker, alles rausgenommen. Nichts hat geholfen. Und ja, dann kam irgendwie Better Twitch TV dazu, was ja irgendwie im letzten Stream nicht so funktionierte, wie es sollte. Und keine Ahnung, dann kamen gestern noch irgendwie 1-2 Sachen, die nicht so liefen, wie sie sollten. Und dann war es, ah, fuck all of this. Ich habe einfach kompletten Browser einmal gedumpt und es war tatsächlich ganz gut. Spielst du Sword of Dungeon 2, bis Perfect Tower 2 rauskommt? Ich denke nicht. Also nachdem sie Perfect Tower 2 jetzt aufs 4. Quartal verschoben haben, so viel Content hat Sword of Dungeon 2 einfach nicht. Also, es sei denn, da kommt jetzt noch massiv was nach, aber ich glaube, so viel Spannung bietet Zelda oder so viel Unterhaltung bietet Zelda Dungeon 2 leider einfach nicht. Das finde ich auch nach wie vor schade, dass sie in der Hinsicht halt eigentlich nichts vom ersten Teil dazugelernt haben. Also sie haben den Start in die Warrior Dimension langsamer gemacht, das ist echt okay. Also ich habe jetzt schon mehr Stunden in Sword Art Dungeon 2, als ich vorher in Sword Art Dungeon 1 hatte, von daher total okay. Aber ja, ansonsten ist halt Crafting mit drin und das braucht eigentlich niemand. Also es ist halt so nett,
So nice to have, aber was Sinnvolles macht man damit jetzt auch nicht mehr. Nicht mal Crusaders bietet noch genug dafür. Bei Crusaders muss man aber auch fairerweise dazu sagen, die haben halt 5 Jahre lang interessanten Content gehabt. Also beziehungsweise für mich knapp 5 Jahre. Ich meine, das spiele ich halt ernsthaft seit Oktober 2015, glaube ich. Also da muss man halt fairerweise sagen, Crusaders hat halt echt lange bei der Stange gehalten. Am Ende bin ich so verzweifelt und gelangweilt, dass es doch noch ein Let's Play zu NGU gibt. Nee, da fange ich, glaube ich, eher nochmal die Release-Version von Idle Champions an, wenn dann überhaupt. Mal gucken. Also da würde ich auf jeden Fall noch irgendwann mal reingucken wollen. Nicht sofort, aber prinzipiell ist das eine Option, die ich mir vorstellen könnte. Denn da ist ja auch seit einer ganzen Weile die 1.0 draußen und da hat sich eine Menge dran getan. Und ich meine, ich habe zuletzt die Alpha gespielt. So. Von daher kann man da ruhig nochmal reingucken. Ich gehe nicht davon aus, dass es mich total packen wird, aber mal schauen. In meiner Traumwelt entdeckt Bench doch irgendwann den Charme von NGU und ärgert sich dann, dass er es jahrelang ignoriert hat. Also selbst wenn ich den Charme irgendwo unter einem alten Teppich finden sollte, werde ich mich nicht ärgern, weil ich habe keine Ahnung, also es kann einfach nicht so lebensverändernd sein. Dass ich sagen würde, oh mein Gott, das hätte ich schon vor 4 Jahren in meinem Leben gebraucht. Ich würde mich drüber ärgern, wenn ich jahrelang irgendwelche Idle Games gespielt hätte, die keinen Spaß gemacht haben und dann feststellen würde, wow, NGU macht voll viel Spaß. Du bist dadurch ein besserer Mensch geworden? Na gut, ist natürlich auch nicht schwer. Entschuldigung, das wollte ich so nicht sagen. Es kam so raus. Nee, keine Ahnung. Also, dass ich so sage, boah, warum habe ich das nicht schon viel früher entdeckt, habe ich halt maximal bei Musik und Filmen. Also bei Filmen, wenn das halt irgendwelche Wirschen-Sachen sind, jetzt auch nicht sowas wie Fast and Furious oder so, sondern halt wirklich irgendwas, wo man am Ende des Films da denkt so, what? Und wo man einfach mal so komplett neue Sichtweisen und Denkanstöße bekommt, das finde ich halt super interessant. Da hatte ich hin und wieder mal so den Moment, wo ich dachte so, okay, das ist vielleicht eine Perspektive, die hätte ich gern schon vor 2, 3 Jahren mal gehabt. Und bei Musik einfach mal, wenn man, wow, das ist, also nette Legendary Drops, aber die brauche ich halt alle nicht. Was ich sagen wollte, bei Musik einfach, dass man mal auf so Sachen trifft, wo man denkt, so, Alter, das passt so gut auf so eine Stimmung in so einer Situation. Warum habe ich das nicht schon vor 4 Jahren in meiner Playlist gehabt? So, das hätte da perfekt reingepasst. Aber, ja. Realm Grinder hättest du auch mal wieder Bock. Boah, nee. Realm Grinder ist durch. So. RIP. RIP der Run. Leveln wir mal ein bisschen. Ich brauche unbedingt einen Threshold, der sagt, spare 1 Million Gold und schmeiß den Rest in den Brunnen, bitte. Das wäre richtig gut. Wer hat eigentlich die Fahrstuhlmusik bestellt? Das war so nicht abgesprochen. So soll mir reichen. Ich finde es total okay, wenn 4 von jeder Sorte spawnen können, nicht nur 3. Müsste ich nicht mal refreshen. Okay. Wie sieht es denn eigentlich mit den Stuffs aus? Wir haben ja gerade noch einen gefunden, aber der ist auch nur Level 8 gewesen, ne? Ist, glaube ich, kein Level 9er mit bei gewesen.
Nee, wir haben 8er und 10er ausgerüstet. Das ist total okay. Beziehungsweise 8er und 9er. Ja, okay. Das passt alles. Ach Gott, ich muss hier auf jeden Fall das Setup ändern. Ich muss das mal speichern, solange der Quarklord noch Achso, das könnte ich eigentlich direkt mal speichern, dann wirklich. Solange der noch nicht mit einer Attacke über 12.000 Schaden kommt, ist das so mal ganz okay. Alrighty. Das heißt, ich will das Dark Lord Relic auf jeden Fall ein bisschen pushen. 450 wäre ein Deal. Dich hätte ich ganz gerne auf 500 hoch. Eigentlich müssten wir massiv das Life Relic pushen. Aber ich habe überhaupt keinen Bock, das massiv zu pushen. So, stattdessen packen wir hier mal irgendwie so 25 rein, vielleicht auch mehr. Vielleicht auch 35, und dann gehen wir hier nochmal ein bisschen drauf. Dann gucken wir mal, was wir noch über haben. Wahrscheinlich nicht mehr so viel. 10 gehen schon noch irgendwo, dann machen wir da noch 5 hier und 5 da. Und 5 hier und dann passt das erstmal irgendwie. Und weiter geht's. So, ist der Kaffee inzwischen endlich auf Trinktemperatur? Ja, es machbar. Gott, ich überlege gerade ernsthaft, wann ich das letzte Mal ein heißes Getränk konsumiert habe. Wahrscheinlich auch das letzte Mal. Wann haben wir denn im Stream gewimmelt? Irgendwann so vor 2-3 Wochen? Eher vor 3 Wochen, würde ich sagen. Ich glaube, das wäre echt das letzte Mal, dass ich Kaffee getrunken habe. Seitdem. Ich wollte gerade sagen, seitdem nur Wasser, aber nein, ich habe zwischendurch mindestens an einem Abend Bier getrunken. So, direkt mal Discord gejoint. Viel Spaß. Wie im Chat schon erwähnt, es gibt auch, wenn ich es selber nicht spiele, auf jeden Fall einen eigenen Channel für NGU. Eigentlich könnte ich, fällt mir gerade auf, die Kamera irgendwie nochmal einen anpassen. Ich sitze irgendwie sehr weit. Also ich sitze so, dass ich schon wieder an dem Relikt riechen könnte oder an der Ecke vom Spiel, aber das ist so ein altes Meme. So, besser. Das Schöne ist, wenn man nur so alle 2 Wochen Kaffee trinkt, bringt er tatsächlich was. Das ist echt ganz angenehm. So, gleich mal darauf achten, wie viel wird Perfect Tower 2 mit deutschem Text kommen? Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Steht auf Steam nicht schon irgendwas mit dabei? Mal gucken. Okay, Dark Lord, Mist, zu spät geguckt. Hat Schaden gemacht. Steam, please. Könntest du mir bitte mehr anzeigen als eine schwarze Seite? Das wäre richtig sexy. Perfect Tower 2. Oh Gott, warum ist Steam denn jetzt so super langsam? Also als Sprache steht bei Perfect Tower bei Steam bislang nur Englisch mit dabei. So, jetzt. Du kannst nur nicht 2 Wochen nicht arbeiten, weil ich früh keinen Kaffee hatte. Es ist einfach eine Gewöhnungssache. Also ich habe ja auch im Winter immer so meine Phase, wo ich halt, keine Ahnung, 3 Monate lang zumindest zum Aufstehen immer eine Tasse Kaffee trinke. Und dann mache ich halt so 2 Wochen Entwöhnung
die 2 Wochen finde ich dann auch immer richtig scheiße. Also von den 2 Wochen hast du locker 5 Tage. Also es geht immer noch so, mit einer Tasse am Tag ist das nicht so dramatisch. Aber wenn man mehr trinkt, du hast locker irgendwie so ab dem 3., 4. Tag hast du auf jeden Fall ein paar Tage Kopfschmerzen. Und wenn du, glaube ich, vorher richtig viel Koffein getrunken hast, ist zumindest, also ist natürlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall hoch, dass du dich bei einer Koffeinentwöhnung auch zwischendurch echt scheiße fühlst. Also dass du denkst so, ich habe das Gefühl, ich werde krank, aber ich werde nicht krank. So halt. Ist Perfect Tower 1 gut? Ich habe es auf dem aktuellen Status nie gespielt, aber soweit wie ich es gespielt hatte, also ich habe die letzten Patches halt alle nicht mitgenommen, soweit wie ich es gespielt hatte, hatte ich auf jeden Fall Spaß damit. Also jetzt auch nicht ewig. Ich weiß gar nicht, wie lange lief denn das Let's Play? Mal gucken. Wo ist es denn? Okay, Let's Play waren immerhin 35 Folgen. Gestreckt über einen Zeitraum von... schon 2 Monate ungefähr. Also so 2 Monate habe ich es ungefähr gespielt. Das ist okay. Und inzwischen hat es tendenziell noch mehr Content. Also nicht wahnsinnig viel mehr, glaube ich, aber so für ein paar Wochen kann man da durchaus reinstecken. Irgendwie so zwischendurch, so, keine Ahnung, 3, 4 Idle Games angespielt. Wo ich auch überlegt habe, ah, machst du dazu ein Vorstellungsvideo? Und dann fand ich die alle so trashig, dass ich gesagt habe, nee, machst du mal nicht. Lohnt einfach nicht. Hier muss ich dringend diese Brille putzen. Ich hab auch noch irgendwelche Idle Games auf der Wishlist. Also, auf der Wishlist sind bei mir immer nur so Sachen, die quasi so als Merkliste, nicht als will ich unbedingt haben. Glaube ich auch mehr so, ich gucke da mal rein und ich erwarte nicht viel davon. Muss gleich mal gucken, was da noch drauf ist. Nachdem ich jetzt wieder halbwegs den Durchblick habe. Was ist denn da noch drauf? Also abgesehen von ungefähr 300 Sachen, die keine Idle Games sind. Hat Serious Sam 4 inzwischen eigentlich mal ein genaues Release-Date, außer August? Nee, ne? Also nicht, dass ich es unbedingt zu Release spielen muss, aber... Habe ich hier echt nichts mehr drauf? Habe ich das alles runtergeschmissen? Ich dachte, ich hätte hier noch Idle Games drauf. Ach, doch hier. Lazy Galaxy. Habe ich hier noch drauf. Das wollte ich mir irgendwann mal angucken, aber ich glaube, den Rest habe ich auch tatsächlich schon angetestet und oder wieder runtergeschmissen. Ich habe ein bisschen Bock auf Fall Guys. Das ist eine Sache, die können wir, also jetzt nicht direkt Dienstag, aber die können wir nächste Woche oder so in den nächsten Streams, wenn ich jetzt so die nächsten Tage ein bisschen mehr Zeit habe, auf jeden Fall mal machen. Also das werde ich mir auf jeden Fall holen. Ist zwar kein Idle Game, aber auf Fall Guys habe ich ein bisschen Bock. Wartest du immer noch auf Path of Exile Idle? Mal schauen, ob die Liga-Mechanik irgendwann kommt. Ich fände es halt richtig gut. Also bei einer Path of Exile Idle-Liga, wo du halt einfach mit einem Idle-Minigame nebenher Currency machen kannst. Also jetzt nicht im, keine Ahnung, Super-Exort-Bereich oder so. Aber halt einfach so ein bisschen was nebenher machen kannst, fände ich halt total okay. Hätte ich halt super Bock drauf. NGU am 14. Mai angefangen und hast mittlerweile 936 Stunden Spielzeit. Das ist halt ein Idle Game. Ich meine, Soda Dungeon ist wann rausgekommen? Am 9. Juli. Das sind jetzt 1, 2, 3,5 Wochen. In der Zeit habe ich 280 Stunden Spielzeit.
Und ich habe viel den Rechner aus. Also zumindest nachts und wenn ich arbeiten bin. Wobei ich mit Kurzarbeit im Moment nicht so viel arbeiten bin, aber. Boah, ich fand es gestern tatsächlich so gut. War gestern arbeiten und hatte seit langem mal, also ich habe quasi den kompletten Juli über halt nur so Sonderkram gemacht. Also, Gott, wie fasse ich das am besten zusammen? Also halt irgendwie ganz viel Manuals geschrieben für irgendwie Ticketprogramme und irgendwie so Kurzanleitungen und die halt bei uns intern in Systeme eingepflegt, einfach damit man mal so ein Nachschlagewerk hat, weil wir ein relativ frisches Team haben und auch für Leute, die zukünftig noch neu ins Team kommen, weil wir halt auf der Arbeit schon, naja, aktuell mit schon so 10 verschiedenen Ticketsystemen hantieren und mit manchen davon, also jetzt nicht mit jedem davon täglich, aber gerade weil man manche davon eher selten braucht, hast du davon halt nicht alles komplett im Kopf und da ist halt so ein Nachschlagewerk immer mal ganz gut und da habe ich halt super viel im Juli von gemacht und ich hatte aber gestern tatsächlich mal wieder eine komplette Telefonschicht und es ist an der Konzertkasse halt im Moment so, denkst du so, oh Gott, hoffentlich rufen nicht so viele Leute an, die super pisst sind, dass sie immer noch nicht vom Veranstalter ihr Geld zurückbekommen haben, weil du als Konzertkasse kannst da, oder wir als Konzertkasse können da halt auch überhaupt nichts für, wenn halt Gelder nicht zurückerstattet werden. Wir sind halt immer nur Vermittler, auch beim Kartenverkauf. Und der eigentliche Vertrag besteht halt zwischen dem Karteninhaber und dem Veranstalter. Und wir können und dürfen da halt rein rechtlich auch überhaupt nichts entscheiden, was ausgezahlt wird, wann was ausgezahlt wird, ob ein Gutschein ausgestellt wird oder sonst irgendwas. Und es ist immer super anstrengend, Leuten das am Telefon halt nett und höflich beizubringen. Und dann hatte ich halt gestern das erste Mal wieder Telefonschicht und es war total gut. Es waren halt sämtliche Leute super gechillt am Telefon. Konnte tatsächlich Sachen verkaufen, trotz Corona. Also es gibt ja so ein paar kleinere Sachen, die mit Corona-Auflagen einfach stattfinden können. Und einfach mal wieder freundliche Gespräche am Telefon. So gut. War richtig, richtig gut. Hat echt Spaß gemacht, erstaunlicherweise. Also was heißt erstaunlicherweise? Eigentlich weiß ich ja, dass ich so irgendwie kleine, schnelle Verkaufsgespräche eigentlich echt ganz gerne mache. Ich habe im Kino auch später, als das schon lange nicht mehr zu meinen festen Aufgabenbereichen gehörte, auch einfach mal gerne mich irgendwie, wenn es voll war, eine Stunde oder zwei an die Kasse gestellt und hatte da halt echt Spaß dran. Einfach mal Tickets raushauen. Richtig gut. Machst so halt überhaupt kein Geld mit. Also ist halt, egal wo du das machst, richtig beschissen bezahlt. Aber damn, habe ich da Spaß dran. Frag mich nicht, warum. Callboy Bench. Nee, ich glaube nicht. Also, mal gucken. Wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter abnehme, habe ich vielleicht die Figur dazu. Aber ich glaube nicht. Gucken, ich glaube, die Woche habe ich so gut wie gar nichts abgenommen. Das ist halt, ich schlepp seit jetzt 8 Tagen ungefähr. Ja, seit 8 Tagen irgendwie eine Entzündung im Fußgelenk rum. Also im Fußballen, wo du den Fuß so drüber abrollst. Und heute ist so der erste Tag, wo ich sage so, ja, ich denke, es wird besser. Also tatsächlich hatte ich letzte Woche Sonntag auch schon den Punkt, so nach 3 Tagen, wo ich dachte, oh ja, ich glaube, es wird irgendwie besser. Und dann war ich Montag halt so, ja, ich denke, es ist, glaube ich, alles ganz gut. Also ja, es tut noch weh, aber es geht alles schon. Und ich hatte halt super Bock, Sport zu machen, weil ich im Moment so total bin, muss mich bewegen, mindestens einmal am Tag für so eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwie Sport machen. Also zumindest jetzt auch nicht jeden Tag, aber schon so 4-5 Tage die Woche habe ich im Moment einfach richtig Bock drauf. Und es war dann so, du kannst den Fuß halt nicht vernünftig abrollen, also joggen und so ist halt kacke. Aber du könntest halt Inline-Skaten, so im Skate ist der Fuß ja relativ stabil und da rollst du ja auch nicht den Fuß an sich ab, sondern du stößt dich ja einfach nur ab. Das könnte richtig gut gehen. Und dann habe ich das ausprobiert und habe dann so nach 2 Kilometern festgestellt, nope, ist eine richtig beschissene Idee.
Weil du halt einfach, also ich habe halt jede Unebenheit im Boden in diesem Gelenk gemerkt, dachte mir so, nein, ist einfach nicht so gut. Hab dann direkt wieder umgedreht, bin nach Hause gefahren. Und am nächsten Tag war es dann richtig scheiße. Und es war auch quasi bis gestern Abend richtig scheiße. Und ich habe mich dann halt jeden Tag irgendwie schön mit Ibuprofen und Voltaren zugeballert, um halt irgendwie laufen zu können. Aber heute ist bislang echt ganz gut. Also ich war tatsächlich gestern Abend noch an dem Punkt, wenn es heute nicht besser wird, gehe ich Montag auf jeden Fall zum Arzt. Aber bislang, ich denke, es wird. Es ist jetzt nur noch ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes die Füße stillhalten und nicht wieder verfrüht Sport machen, damit ich es nicht wieder schlimmer mache. Aber gucken wir mal. Was ich tatsächlich zwischendurch gemacht habe und was auch echt gut ging, was ich erstaunlicherweise auch echt gut fand, ich mache ja irgendwie so seit, keine Ahnung, seit wann mache ich das? So seit knapp 2 Monaten jetzt Ring Fit Adventure immer mal zwischendurch, weil ich da echt Spaß dran habe. Und du kannst ja halt so dein eigenes Set zusammenstellen an Übungen. Und ich habe mir dann halt einfach so 20 Minuten, also so ein 20, 30 Minuten Set an Übungen zusammengestellt, wo du halt einfach die Füße überhaupt nicht belastest oder die Beine. Und das ging halt echt angenehm. Das war echt ganz okay. Habe ich auch nur 2 Tage gemacht zwischendurch und dann gedacht so, vielleicht ist es auch einfach besser, mal überhaupt nichts zu machen. Aber ja, dadurch, dass ich jetzt halt quasi die ganze Woche so gut wie gar keinen Sport gemacht habe, mal gucken. Viel abgenommen werde ich wahrscheinlich nicht haben, aber kicken wir mal. Im Winter dann Eskimo Callboy? Ach, ich weiß nicht. Hyper, hyper, you play idols and I like you. Don't move your cursor, girl, all night long. Gibt's eine Inliner-Marke, die du empfehlen kannst? Will mir ein Set zulegen, will aber auch gute haben, die nicht auseinanderbrechen. Also ich fahre seit, Gott, 18 Jahren ungefähr K2-Skates. Hatte sehr, sehr viel früher tatsächlich K2-Stunt-Skates. Die habe ich aber schon lange nicht mehr, also die habe ich schon über 10 Jahre nicht mehr. Die waren aber total okay, also die waren für Stunt-Skates verhältnismäßig schwer. Abgesehen davon fand ich die sehr super. Und ansonsten Fitness-Skates bin ich mit, also auch im wahrsten Sinne des Wortes, mit meinem K2 eigentlich echt immer gut gefahren. Da habe ich halt nie Probleme mit gehabt. Also von daher, ich glaube, K2 ist inzwischen auch so eine etablierte Marke, da machst du halt nicht viel falsch. Was ich dir empfehlen würde, ich weiß nicht, ob du standardmäßig Skates fahren kannst oder erst damit anfängst, grundlegend das so zu lernen oder wieder zu lernen. KK, der Pun. Also ich würde dir auf jeden Fall vernünftige Schütze empfehlen. Also investier echt in vernünftige Schütze. Ist halt richtig gut. Warte mal, ich bin gleich wieder da. Machen wir noch ein bisschen No Product Placement, weil ich nicht dafür bezahlt werde, sondern die Teile einfach tatsächlich gut finde. Aber Sekunde, ich bin sofort wieder da. Jetzt nur kurz mal so 3 Meter zur Seite gehen. Kannst Schlittschuh laufen, Inliner sind nicht viel anders, hast du dir sagen lassen? Ja, in der Tat, nur Bremsen funktioniert deutlich anders, weil du mit Schlittschuhen kannst du dich ja halt einfach, wenn du viel Schwung hast, einfach querstellen und so hart bremsen, dass halt das Eis auch so hoch spritzt. Das solltest du mit Skates nicht machen, da legst du dich nämlich massiv auf die Fresse bei. Also ich kann prinzipiell 3 Sachen sehr empfehlen. Ich bin kein großer Fan von Ellbogenschonern, habe ich halt nie wirklich getragen. Ich habe mich auch mit Skates oft genug auf die Fresse gelegt, aber eigentlich nie auf die Ellbogen. Die trägst du, also Ellbogenschoner ist eigentlich auch wirklich nur für Notbremse, weil du da erst mit Knien, dann mit den Händen und dann zusätzlich noch mit den Ellbogen bremst im Zweifelsfall. Aber Knie und Hände reicht eigentlich auch. Was ich halt total empfehlen kann, die sind von, oh Gott, das kann auch schon keine Sau mehr lesen, das ist glaube ich Powerslide, ne? Ja, genau. Das sind, oh Gott, einfach nicht diese Standardschoner, die hier oben so fest sind, sondern halt wirklich wie so ein fingerloser Handschuh, wo man, Gott, den Schutzteil auch einfach mit Klett, also mit wirklich stabilem Klett, der hält auch gut,
einfach dran packen kann. Sitzt super bequem. Du hast noch super viel Freiheit in der Hand. Du hast halt nicht so eine stabile Schiene hier oben, die irgendwie die, was super viele Standardschoner haben. Also mit den Dingern richtig, richtig gut. Du hast hier noch im Daumen quasi so Schweißband integriert, dass du halt easy mal die Stirn abwischen kannst, wenn du schwitzt. Und die kannst du halt super easy mal im Waschbecken mit der Hand waschen. Also nimmst den Schutzteil einfach ab, wäsch die halt einfach einmal durch und super entspannt. Also maschinenwaschbar sind die, glaube ich, nicht. Gucken, steht da noch was bei? Nee, maschinenwaschbar nicht, aber also die nutze ich seit locker 5 Jahren und finde die richtig, richtig gut. Genauso wie ich, die sind von welcher Marke? Von G-Form. Das sind meine Knieschoner. Die sind halt super flexibel. Also die haben halt wirklich nur so verschiedene kleine Pads. Finde ich halt super bequem zum Laufen, weil die halt, also da auch mit dem Knie einfach oder mit dem Bein sehr viel Flexibilität drin hast. Und die sind auch an sich relativ weich, aber diese, ich weiß gar nicht, was für ein Material das ist, das wird halt hart beim Aufprall. Also es wird halt stabil, wenn du dich wirklich aufs Maul legst. Nachteil bei den Teilen ist, wie bei einem vernünftigen Helm auch, wenn du dich damit richtig aufs Maul packst, sind die danach halt im Arsch quasi und dann musst du dir ein neues Set kaufen. Aber wenn du dich halt nur mal so leicht lang machst, ist das halt total okay. Also die Dinger, G-Form, die gibt es auch als Ellbogenschoner, aber wie gesagt, ich bin nicht so der Ellbogenschoner-Fan. Aber ja, mit denen fahre ich auch relativ viel und wenn ich halt in Häkchen viel fahre, dann, ich bin immer so 20 Kilometer unterwegs und da sind die halt super bequem. Mein Telefon klingelt gerade, ich bin mal gleich wieder da. Mutti, wer auch sonst, sonst ruft auch niemand auf meinem Festnetzanschluss an. Erstmal kurz abgewürgt. Ach ja, ein Traum. Aber stimmt, da hätte ich auch vorher dran denken können. Da hätte ich gesagt, dass wir heute telefonieren wollten, aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass sie vormittags anruft. Normalerweise telefonieren wir eigentlich immer eher so nach 18 Uhr irgendwann. Aber okay. Und was ich sonst noch sehr empfehlen kann, also nochmal zu den Knieschonern, die Knieschoner sind auch tatsächlich gar nicht günstig, also die kosten schon so, also rein die Knieschoner kosten, Gott, ich weiß gar nicht, wie viel habe ich dafür bezahlt, 60, 65 Euro, die sind halt schon echt nicht günstig, aber wie gesagt, ich fahre damit seit Jahren auch längere Strecken, also wirklich regelmäßig 20 Kilometer, zum Teil auch irgendwie 30, 35. Wenn ich mal irgendwie einen sehr guten Tag habe und super bequem und die sind sogar maschinenwaschbar. Also die kannst du halt einfach bei, ich glaube, 40 Grad. Lass ich nochmal nachgucken. Gott, ist hier innen drauf gedruckt. Ja, genau, kannst du einfach bei 40 Grad in die Maschine hauen. Einfach in die Wäsche mit rein. Sind sogar trocknerfest. Also ich habe die einmal aus Versehen, weil ich es vergessen habe, mit dem Trockner gehauen. Selbst das haben sie überlebt. Ging total gut. Wobei die sonst auch relativ schnell an der Luft trocknen. Also das ist auch kein Ding. Und was ich noch empfehlen kann, zumindest wenn man im Stadtverkehr unterwegs ist, also ich habe immer so, ja, so 3 Kilometer ungefähr, bis ich wirklich, also weil ich auch ein Stück Umweg fahre. Na, sagen wir mal 2 Kilometer. So 2 Kilometer, bis ich so wirklich aus der Stadt raus bin und wo ich dann teilweise auch irgendwie Radfahrer und Fußgänger und so habe. Ist so eine Fingerklingel, kostet 5 Euro. Kannst du dir halt einfach an Zeigefinger stecken und mit dem Daumen halt klingeln. Mache ich jetzt nicht, weil es halt super laut im Mikro. Ist halt wie eine kleine Fahrradklingel, nur am Zeigefinger, auch super bequem, kostet halt, keine Ahnung, 4,99 oder so und ist im Stadtverkehr super praktisch. Also ist auf jeden Fall auch für sämtliche Verkehrsteilnehmer deutlich angenehmer, als wenn du sagen musst, als wenn du mal von hinten rufen musst, Achtung, kannst du halt einfach,
Klingel für uns. Okay, ich halte es mal ein Stück vom Mikro weg. Es wird trotzdem super laut sein. Ist halt einfach so eine, wie eine Non-Name-Fahrradklingel. RIP Headphone-User übrigens. Tut mir leid. Aber ja, also für das kleine Geld richtig gut. Ja, sehr gerne. Also, ich skate halt auch einfach seit Ewigkeiten, von daher ist das... Freue mich immer, wenn ich von dem Thema Ahnung habe und sich da wer für interessiert, dann erkläre ich da auch gerne was zu. Oder gebe zumindest Tipps, soweit ich das kann. Also, wo ich schützertechnisch auf jeden Fall von abraten kann, sind diese Hand-Ellbogen-Knieschoner-Sets, halt irgendwie alles drei zusammen für 20, 25 Euro. Habe ich mehrere Varianten von gehabt, waren alle scheiße. Durchweg. Also das kannst du für, keine Ahnung, Kinder irgendwie machen. Also keine Ahnung, wenn du irgendwie so ein 10, 12-jähriges Kind hast, was so mit Skaten anfängt, ist das okay. Aber wenn du dich ernsthaft bewegen möchtest, nee. Super unbequem, also entweder super unbequem oder du schwitzt da drunter wie ein Schwein oder beides. Kann ich einfach nicht empfehlen. Machst mittlerweile kaum noch anderen Sport, deswegen will ich Inlineskaten ausprobieren. Also ich kann, ich weiß, du hast eine Switch, ich kann dir auch sehr Ring Fit Adventure empfehlen. Ich bin nach wie vor verdammt überrascht, wie viel Spaß das macht und wie viel da drin steckt und wie sinnvoll das ist. Also, die Schoner-Sets hast du früher immer von Mutti aus dem Discounter. Eines Tages hattest du zwei Ellen an einem Arm. What? Das mit zwei Ellen an einem Arm checke ich gerade nicht. Kannst du nicht machen wegen der Wohnung, dein Boden knarrt? Es gibt totalen Silent Mode. Also du musst halt nicht auf der Stelle laufen, du kannst auch einfach so mit den Knien wippen. Es gibt halt extra einen Silent Mode, den habe ich bei mir auch drin. Weil ich habe unter meinem Teppich, den ich hier liegen habe, halt auch Holzfußboden. Der knarzt, also der knarzt halt nicht permanent, aber der knarzt halt zumindest schon, wenn du die Füße anhebst. Und ich will meinen Nachbarn unter mir halt auch nicht auf den Sack gehen. Also es sei denn, dein Boden knarrt halt echt extrem, dann ist schwierig. Aber, oh, okay. Du hast dir die Elle gebrochen, weil du auf den Ellbogen gefallen bist. Die Ellbogenschützer sind auch tatsächlich nicht dazu da, um irgendwelche Brüche zu verhindern. Also Bruch hast du ja, wenn dann eh eher hier so in dem Bereich. Und der Ellbogenschoner sitzt ja eher hier, der verhindert halt nicht hier einen Bruch. Sondern Ellbogenschoner ist halt wirklich, du hast ja diese Notbremse, also wo du dich wirklich nach vorne schmeißt mit Skates, wenn du halt mit T-Stopp oder mit dem Stopper halt nicht mehr vernünftig bremsen kannst, weil du einfach auch nicht die große Fläche hast, mit der du bremsen kannst. Schmeißt du dich ja nach vorne, fällst halt auf die Knie und auf die Hände und bremst halt wirklich aktiv mit der Fläche der Knieschoner und der Handschoner und packst dann idealerweise zusätzlich noch die Ellbogen auf den Boden und bremst mit den Schonern dazu auch noch mit der Fläche. Also dass du halt wirklich so den Move machst und dann halt wirklich so mehr oder minder flach auf dem Boden liegst, also so halbwegs den Planking-Move machst und einfach möglichst viel geschützte Fläche hast, mit der du bremsen kannst. Dafür ist es da. Und ansonsten sind Ellbogenschoner halt bestenfalls, wenn du halt Quarterpipe oder sowas fährst. Also wenn du halt Stuntskates fährst. Da ist es halt auch sinnvoll, weil da fällst du auch schon eher nochmal nach hinten weg. Beim normalen Skaten, wenn du das erstmal grob kannst, kippst du eigentlich nicht mehr nach hinten, wenn du einfach nur Strecke fährst. Also von daher, Ellbogenschoner sind dazu da, nice auszusehen, ja, hauptsächlich. Das ist aber eben auch der Punkt, weswegen ich keine habe. Also ich habe sie früher mal getragen und habe gesagt, nee, ich kriege meine Notbremse halt auch so hin und ich falle einfach nicht auf die Ellbogen. Es ist mir halt, keine Ahnung, 20 Jahre lang nicht passiert, obwohl ich oft genug gestürzt bin.
Von daher habe ich dann irgendwann gesagt, nee. Stürzen ist kein Problem, im Kampf Selbstverteidigungssport lernt man das und hat dann irgendwann das in, prinzipiell ja. Prinzipiell gebe ich dir da vollkommen recht. Es ist aber was anderes, im Kampf- und Selbstverteidigungssport irgendwie zu stürzen oder kontrolliert zu stürzen, als wenn du 20 bis 25 km/h fährst und auf einmal ein Auto von der Seite kommt. Das ist einfach was ganz anderes. Also da geht es wirklich eher auch darum, sich gezielt in eine Richtung zu bewegen und möglichst schnell zu bremsen. Das ist einfach die Sache. Und eine, keine Ahnung, 20 km/h machst du halt nicht mal eben kurz eine Rolle in eine Richtung. Ist halt einfach nicht so der Hit. Ist dir mit dem Fahrrad mal passiert? Ja, mit dem Fahrrad ist halt auch ungeil. Ich bin ewig kein Fahrrad gefahren, muss ich dazu sagen. Ich möchte fast sagen Jahrzehnte. Jahrzehnte ist übertrieben, aber ich bin halt locker über 10 Jahre kein Fahrrad gefahren. Seitdem ich hier in der Stadt wohne, brauche ich einfach kein Fahrrad. Ich gehe halt entweder zu Fuß oder nehme halt ganz, ganz selten mal die Skates, um irgendwo hinzukommen, aber entweder zu Fuß oder halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Zweifelsfall Auto. Aber ich bin so lange kein Fahrrad gefahren. Fahrrad war Totalschaden. Solange du keinen Totalschaden hattest, ist alles gut. So, irgendwo habe ich eine Mini-Wall of Text übersehen. Hab mir als Jugendlicher beim Skaten mal das Fußgelenk gebrochen. Ist nicht gemerkt, erst nachdem ich am Abend die Skates ausgezogen habe. Und halt sehr straff gespannt, dadurch merkte ich das kaum. Und dann ab ins Krankenhaus. Ja, ist... Mhm. Ich habe mir tatsächlich mal nicht beim Skaten, sondern bei einfach, hey, wir waren betrunken und halten das für eine super Idee-Aktion. Mal den Knöchel angebrochen, also den Fußknöchel angebrochen. Und da halt alle Leute so, ach komm, ist nur verstaucht, heul mal nicht so rum, tu mal nicht so. Und ja, ich bin da halt nie mehr zum Arzt gegangen. Und jetzt halt, keine Ahnung, 10 Jahre später ist mein rechter Knöchel halt immer noch ein Stück quasi dicker als der linke Knöchel, einfach weil es verknöchert ist. Also ich habe zum Glück keine Bewegungsprobleme, weil er halt auch wirklich nur leicht angebrochen war. Aber den Abend hatte ich schon echt überhaupt keinen Spaß. Zumindest danach nicht mehr. Hattest nicht mal einen Kratzer, bist einfach über die Haube drüber gerollt. Okay, das geht dann. Also, ja klar, wenn du halt natürlich den Vorteil hast, dass du halt elegant über die Motorhaube rüber kannst, ist halt okay. Wenn ich das halt nicht voll von der Seite erwischt oder du halt nicht voll in die Fahrertür krachst, ist halt okay. Oder in die Beifahrertür, je nachdem von welcher Seite es kam, dann geht das immer noch. Aber... Also gerade Fahrrad und Auto kann auch eine sehr ungesunde Kombi sein. Ich finde es sehr großartig von diesen... Ach nee, was ist das? Ich weiß nicht, ob das auch von G-Form ist oder von anderen. Auf jeden Fall in dem Shop, wo ich die Teile hierher hatte, habe ich mich mal so ein Stück weit umgeguckt und... fand ich sehr großartig. Finde ich tatsächlich, gerade wenn man für irgendwie, also wenn man Halfpipe oder so anfangen sollte, es gibt auch wirklich so Schützerhosen, also so wirklich Sporthosen, wo halt Schützer einfach dann Hüfte und am Arsch integriert sind. Siehst du halt ein Stück fetter mit aus, fällst aber immerhin weich auf den Poppes. Und gerade wenn man das erste Mal so eine Quarterpipe runterfährt, ich weiß nicht, wer das schon mal gemacht hat, man neigt einfach dazu, das sehr zu unterschätzen, wie schnell es einem die Beine nach vorne wegzieht. Und ich habe mich zumindest das erste Mal richtig auf den Arsch gesetzt. War gut. Bei den ganzen SUVs heutzutage rollt man zwangsläufig nicht drüber. Nee, da fällst du wahrscheinlich einfach in den Radkasten und brichst dir sofort alles, wenn du Pech hast. Das Schlimmste bei deinem Unfall war einfach nur, dass das Rad 2 Monate alt war. Ja, das ist ärgerlich. Aber ich meine, hey, solange es halt einfach nur Sachschaden ist, klar, auf jeden Fall ärgerlich, aber es hätte einfach alles schlimmer kommen können. Von daher... Ich bin erstaunt, dass nach einer knappen Stunde
der Kaffee noch immer nicht kalt ist. Also er ist nicht mehr wirklich heiß, aber er ist auch fern von kalt. Ich überlege, ob ich die Klassenrelikte noch irgendwo anders hinpacken möchte. Weil prinzipiell liegen sie mir beim Folgen-Thumbnail machen immer so halb im Weg. Also in einem Folgen-Thumbnail habe ich auch irgendwie so hier so die eine Hälfte von den Klassenrelikten, glaube ich, im Thumbnail mit drin, weil ich es total übersehen habe. Und hier liegen sie halt so ein klein bisschen über dem Chat. Also geht, ist jetzt nicht so dramatisch. Man kann den Chat größtenteils lesen, spätestens wenn es ein bisschen hochscrollt. Aber ich wüsste auch gerade nicht, wo ich sie sonst hinpacken soll. Also ich könnte sie halt prinzipiell noch hier drunter packen, also halt unter die Musik, die durchläuft. Aber da sind eigentlich die Alerts drin. Und direkt über der Fackel sieht halt auch kacke aus. Siehst gerade, ich habe keinen Thief drin. Ja, richtig. Schon eine ganze Weile nicht mehr. Fand ich auch sehr schön. Ist auch tatsächlich in der Folge, die ich dann nicht im Stream aufgenommen habe, sondern die ich dann einfach irgendwie so, also die tatsächlich auf YouTube, die Folge vor der hier ist, habe ich auch mal so einen Testrun gemacht von 10.000 auf 17.000 und halt ohne Thief. Und weil wir im letzten Stream ja irgendwie groß diese Diskussion, also was heißt Diskussion, aber groß das Thema hatten, von wegen, hey, ich habe einen 10-Stunden-Run gemacht von 10.000 auf 17.000, 300.000 Essenzen gemacht, will gar nicht wissen, wie wenig das ohne Thief sind. Und ich habe tatsächlich keine Thief drin gehabt und habe mehr Essenzen gemacht. Und zwar fast 100.000 mehr. Und deswegen war es halt so, Nee, also im Moment ist bei mir auch eher Highest Area Pushen drin, gar nicht unbedingt Farmen. Von daher habe ich lieber einen Dark Mage mehr drin und kann halt länger Monster killen, ohne dass sie Schaden machen. Bei mir, es sei denn, wir sind halt irgendwie in einem... Wie heißt denn das jetzt? Wie heißt denn das? Wie ist denn das englische Wort für Hinterhalt? Ich komme gerade nicht drauf. Aber egal, es sei denn, es sind halt ein Hinterhalt und die Monster greifen zuerst an. Dann klar, dann machen die schon Schaden, aber sonst ich das halt lieber so, tatsächlich. Ambush, dankeschön. Ja. Ich krieg halt auch so genug Essenzen zusammen, also ich trage halt einfach 6 Essenzmagneten und halt 4 Schilde, die noch Essenzbonus bringen. Ist okay, und hab dazu die Essenzfee, es geht schon, ich glaube es sind irgendwie knapp 90% Essenzbonus, ist okayisch, kann ich mitleben. Die WoW-Spieler outen sich? Nicht unbedingt. Also das Wort Ambush gibt es auch deutlich außerhalb von World of Warcraft und ich glaube, das kann man auch einfach mal kennen. Gibt es eigentlich noch ein Ziel in Soda Dungeon? Upgrades habe ich alle. Upgrades habe ich tatsächlich nicht alle. Also ich habe nicht alle Klassenrelikte freigespielt. Ich könnte jetzt theoretisch noch die Klassenrelikte von den Soda Junkies und den Minern und den Blade Mastern und den Huntern freispielen. Die 4 fehlen, glaube ich. Fehlt noch irgendwas? Nee, ich glaube, die 4 sind's. Aber da ich die Klassen nicht benutze, wüsste ich im Moment auch nicht, warum ich es machen sollte. Also von daher, nee, es gibt halt quasi kein Endgame-Content in dem Sinne. Es gibt halt kein Ziel. Es gibt, ich weiß nicht, gibt es ein Achievement für irgendwie Level 1.000.000? Also gibt es ein Achievement dafür? Weiß ich nicht. Es gibt auf jeden Fall eins für 10.000. Gibt kein Achievement für, okay. Also theoretisch könnte man noch sämtliche Achievements holen. Mir fehlen auf jeden Fall, ich glaube, mir fehlen noch 2, 3 Achievements. Weil ich mich auch einfach nicht drum gekümmert habe, weil es mir egal ist. Mir fehlt noch so Standard. Mir fehlt ein Secret Achievement. Mir fehlt 50 Mal Rülpsen in einem Kampf
mit Soda Junkies halt. Also die Soda Junkies haben ja Rülpsen als Angriff quasi. Einen Gegner in Golderz verwandeln und außerdem noch Mark Stun and Back Attack an Enemy. Also muss ich den erst markieren, dann stunnen und dann backattacken? Ist es das? Keine Ahnung, könnte man wahrscheinlich relativ easy machen. Ach, das Stone Mining ist das Secret. Okay, das ist dann einfach einen Gegner versteinern und dann mit der Mining-Fähigkeit draufgehen. Ja, es ist halt prinzipiell, sind halt alle, wie viele waren es jetzt? Vier? Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Ja, sind halt alle vier schnell zu holen, ist mir aber halt relativ wurscht. Also, könnte ich halt machen, bringt mir aber halt ingame auch nichts. Kleiner Tipp übrigens, ich habe das lange gehabt und habe es einfach total auch ignoriert oder nicht gesehen. Ich habe es lange gehabt, dass ich ingame quasi die Achievements hatte, die aber nicht korrekt auf Steam übertragen wurden. Also ein paar schon. Ich hatte zum Beispiel das... Ja, genau, Report to Server, da komme ich gleich drauf. Ich hatte es zum Beispiel, dass irgendwie das Achievement für Dimension 10 abgeschlossen auf Steam da war, aber das für Dimension 4 halt nicht. Und man hat im Buch, also man hat ja in der Taverne, beziehungsweise wenn man nicht im Run ist, hier oben dieses blaue Buch, da hat man auch die Achievements drin und da gibt es extra einen Punkt Report to Server, also dass man das extra nochmal an Steam überträgt und dann werden die Steam Achievements auch richtig erkannt. Ich weiß nicht, war im ersten Teil wahrscheinlich auch schon so, habe ich nur in den 3 Jahren, die dazwischen lagen, halt völlig vergessen. Ich habe mich einfach auf Level 10 gecheatet. Ja, genau, deswegen sind im Let's Play auch oder in den ganzen Streams auch Dimension 1 bis 9 nie zu sehen gewesen. Fürchterliches Let's Play, nie wieder. Echt mal, warum guckt ihr überhaupt noch zu? Mir wurde ja auch direkt nach der, keine Ahnung, dritten Folge oder so schon empfohlen, Cheat Engine anzuschmeißen, damit das Spiel schneller läuft. Du musstest immer nur das Spiel schließen? Hat bei mir so gut wie nie funktioniert, lustigerweise. Also, frag mich nicht. Schaust nur zu, um dich drüber aufzuregen? Ah, das ist gute deutsche Mentalität. Wenn man sonst nichts hat, um sich drüber aufzuregen, dann sucht man sich was. Richtig gut. Finde ich super. Das war etlich in die Arme reingekommen und jetzt zu faul zu gehen. Ah, großartig. Bist einfach nicht zu faul zu gehen, du bist einfach zu fett geworden in den Jahren, du passt nicht mehr durch die Tür, gib's zu. Ach, ja. Ich bin, glaube ich, gewillt, gerade mal so 10 Minuten Pause zu machen, einfach damit ich Mutti mal zurückrufen kann, nur um zu wissen, ob die irgendwas Dringendes möchte. Wahrscheinlich nicht. Aber einfach, weil ich mit der keine Zeit ausgemacht habe und nicht, dass die jetzt irgendwie noch, also ich keine Ahnung, wie lange ich noch streame, aber nicht, dass die jetzt stundenlang auf meinen Rückruf wartet. Außerdem müsste ich mal einen Schluck Kaffee wegbringen. Da hatte man sehr schnell einen Durchlauf. Da könnte ich mich mal 2 Minuten wohin verkrümeln und dann kurz telefonieren. Das finde ich, glaube ich, eine ganz gute Sache. Wir machen dann aber auf jeden Fall mit Soda Dungeon weiter. Ich habe noch ein bisschen irgendwie Bock, noch eine Runde einfach das Spiel im Hintergrund laufen zu lassen, mit euch zu quatschen. Finde ich eigentlich ganz gut. Von daher machen wir ein kleines Break. Muss ich jetzt nochmal die andere Mucke raussuchen. Die ist hier. Wo ist sie? Wo ist sie? Ich hatte sie gerade noch. Hier. Und dann sagt Mutti, sie soll in den Streamchat kommen. Auf keinen Fall, Alter. Die ist froh, wenn sie Google bedienen kann. Also halt ohne das Böse zu meinen, aber sie ist halt wirklich am PC einfach nicht so fit. Von daher würde sie Streamchat, glaube ich, massiv überfordern. Von daher lassen wir das mal lieber. Ja, bis gleich.